the door there, please. Shut it. Ah, hold on, son. It's in Woolman, Alabama. Ist der Atlantik zwischendrin? I have no ship in our poor flugzeug. This was the reason why I stimmed. The waves were dangerous and high, so I dived my halber journey. Sometimes it was so dangerous that I could sheer geruft me. My Slavish language is not well, so excuse me when I'm stuttering. But I've learned you two words fluently, and the two words are... What's good, Dave? Meine Mama war tonnenschwer, mein Daddy mehr ein kleiner Wicht. Beim Sex, da lag er immer oben, nur kurz bevor er starb, da nicht. Dennoch gab's mich irgendwann, falls ihr gar nichts von mir wisst. Seit kurz bemerkt, er war ein Cowboy, später dann ein Prokurist. In einer Blechdosenfabrik, in the near of Castro Brauxel, my bureau had a whirlpool and a jenseits Pferdeschaukel. Aber was will? Ich war zwar mächtig, aber einsam, später bin ich dran verblödet. Und als dann noch die Verordnung mit diesem Blechdosenpfand kam, ging steil bergab mit der Fabrik, Insolvenz stand auf dem Plan. Whirlpool und Schaukelpferd gefändet, auf der Firmenbungalow, mir blieb nur noch mein Garden Grill und ein paar gebrauchte Mordere. Ich wurde Sozialfall, kam ins Heim, dunkle Zimmer, trübes Licht, so eine Art Wohnklo für Loser mit Kehrwochenpflicht. Der Boss vom Heim, Frau Schäferle, war peinlich streng darauf bedacht, dass der Kehrwoch hat, außer Kehrwoch macht. Einmal habe ich's verpennt, schon kam sie kreischend an mein Bett. Ich hab's aber leider, was ich los war. Der Kerl auch nicht. Er sagt, Frau Schäfer, I'm a samurai. Nimm's nicht so schwer, wenn ich mich wehr, but I don't care. Die Alte schäumte grün vor Wut, ihr Gesicht blau-violett, stieß schrille, spitze Schreie aus. Ich zückte meinen Colt und hielt ein paar Mal auf sie drauf, so lange bis sie nicht mehr zuckte und dann brach es aus mir raus. Hasta la vista, Frau Schäferle! Baby, das war's dann wohl für dich. Und dann hörte ich diese innere Stimme, die manchmal heute noch zu mir spricht. Kannst du Land für die Menschheit geben?
wenn ich sie von diesen Frau Scheiternis befreie und all den Kerl-Fetischisten und anderen Spießbürger geworden. Dann musste ich dringend Pipi. Doch es war nicht zu fassen, versperrt da so ein Typ die Klos und wollte Geld fürs Wasser lassen. Dass ich mein Rohr in sein Ohr bohr, zwang ihn zu einem Friedenslied und schon sangen wir im Chor. Ich sang vor und er sang nach, mit Adrenalin in der Frequenz. Oh, wie ein Schild. This is for free. Ich habe den unverschämten Kerl dann auch durch sein Pissoir gespült. Die Hexen kamen voll rüber und ich erziege sicher und gezielt, machte gleich in jeder Stadt erstmal die Radarfallen platt und zwang alle Politessen zu anständigen Umschulungsprozessen. Spielverbotsschilde durften Kinder mit Fallen beschmieren und in sämtlichen Rathäusern ließ ich die Arbeit einführen. Es tut mir leid, ich weiß, es sind noch hohe Leute da, aber ich muss trotzdem. Als Terminator kann ich nicht anders. Politiker mussten die aufgrund ihrer Lügen extrem gekrümmten Balken grad biegen. Architekten zwang ich in Betonbauten, mit denen sie unsere Städte versauten. Manches Tier ließ sich aus grausamsten Käfigen frei und presste stattdessen ihren perversen Besitzer hinein. Und so befreite ich das Land im Laufe der Zeit von Klugscheißern, Borniertheit und Unmenschlichkeit. Heute bin ich ein Held, ein Star, für jede Frau ein Gewinn. Doch nicht überall, wo Terminator draufsteht, ist auch Terminator drin. Es gibt da in Kalifornien zum Beispiel einen Gouverneur, der dort noch glatt behauptet, dass er der wahre Terminator wäre. Damit verwirrt er ab sofort jegliches Anrecht auf sein Leben. Du fragst warum, ich sag's dir gut, Baby. Es kann nur einen geben. Aber warum? Terminator.